Hallo und herzlich willkommen. Wir probieren eine Runde Factory Town aus. Das Spiel hat soweit ganz gute Rezensionen und sieht eigentlich auch soweit ganz okay aus. Und deswegen möchte ich es gerne mal testen, wie das sich so spielt. Ich habe bis jetzt noch nicht viel gemacht, außer ein paar Grundeinstellungen. Wir starten einfach mal mit der Kampagne, würde ich sagen. Und fangen einfach mal mit Level 1 an. So, und da sind wir mittendrin. Und da kommt schon ein Tutorial. Willkommen in Factory Town. Ja, nächster Schritt. Kamera bewegen, WASD haben wir. Wir können schwenken, reinzoomen, rauszoomen. Ja, noch ein bisschen hin und her machen. Wunderbar, weiter. Dann. Häuser erhöhen das Bevölkerungslimit. Das scheint hier das zu sein, okay. Gebaute Häuser, Kapazität 3 von 4, 5 von 10 davon. Jo, okay. Auf jeden Fall können wir mehr Arbeiter einstellen, wenn wir ein höheres Bevölkerungslimit haben. Dafür müssen wir mit B das Baumenü öffnen. Gehen dann auf die Gebäude. Auf das Wohnhaus. Und dann können wir schon eins irgendwo hinbauen. Das hat auch einen gewissen Radius. Ja, das ist ja stadtverbunden. Okay, also verbinden sollte ich das dann schon, wie es scheint. Das wohl einfach mal hier so hin machen. Da. Das sieht ganz gut aus. Okay, warum kriege ich jetzt hier nirgendwo nur eins hin? Ich muss meine Basis verbessern, damit ich mehr machen kann. Okay. Und das ist die Basis. Gut, weiter. Dann erschaffen wir einen Arbeiter. Das geht auch über das Baumenü. Und setzen die in der Nähe vom Haus hin. Alles klar. Und jetzt sollen wir Holz sammeln. Okay. Linksklick auf einen der Arbeiter. Dann rechtsklick auf einen Baum. Und dann, Moment, die Arbeiter hacken Holz und bringen es zum nächsten Gebäude. Und fahren mit der Arbeit fort. Ist das jetzt egal, wo ich das hinmache? Hätte ich das Haus dann weiter hier rüber machen sollen? Ich soll ja auf die Basis drücken. Okay. Sammle erstmal 4 Holz. Würde ich sagen, mache ich das mit dem zweiten hier auch noch. Dann geht das ein bisschen schneller. Dip, 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 dip. Ja, ist schon ganz cool gemacht irgendwie, ne? So, Holz haben wir gesammelt. Jetzt bauen wir einen Weg. Auf Wegen bewegen die sich viel schneller. Okay, das heißt, wir gehen wieder hier hin. Auf Pfade. Einen Gehweg. Okay, dann baue ich den bis hier hin. Und dann würde ich, glaube ich, den da hacken lassen. In Zukunft. Dich würde ich da hacken lassen in Zukunft. Ja, dann nutzen die auf jeden Fall wesentlich besser die Wege.
Baum, Hilfe, komm mal. Na gut, egal, weiter geht's. Ja, Pause mit Leertaste, ist okay. Beliefere ein Haus. So. Münzen sind notwendig, damit deine Stadt wächst. Linksklicke auf einen Arbeiter und rechtsklicke auf Getreide, Obst oder Gemüse. Dann rechtsklicke oder ziehe ein Haus damit. Okay. Das heißt, wir nehmen den, machen so und dann dich und so. Dann haben wir noch dich und du kannst das genauso machen. Ansonsten irgendwo was Interessantes. Die werden gar nicht glücklich, oder? Ah, doch, okay. Kannst du auch was damit machen? Mach einfach mal. Ja, du bist auch noch bereit. Dann mach das hier. Ja, die verteilen das selber, so wie es scheint. Ja, da sammelt fleißig Wasser. Zup, 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 zup. Keine Ahnung, was Wasser bringt, aber wir kriegen genug davon. Was haben wir hier? Ah, die Zufriedenheit. Die ist so hoch, dass wir auf die nächste Stufe können. Aber das kriegen wir jetzt bestimmt beigebracht. Deswegen weiter. Oder auch nicht. Wir sollen ein Sägewerk machen. Produktionsgebäude belegen Bevölkerungsplätze. Wenn das Bevölkerungslimit erreicht ist, müssen mehr Häuser gebaut oder Arbeiter entlassen werden. Dann gucken wir doch mal. Gebäude. Sägewerk. Und dann machen wir das. Ich würde sagen, einfach mal dahin. So, jetzt sollen wir hier Zuweisung Bretter machen. Das kann also auch Papier herstellen. So, dann liefere zwei Hölzer an das Sägewerk. Okay. Macht er das automatisch schon? Oder muss ich da einen einstellen? Dann nehme ich nämlich dich oder den mit dem Wasser. Warte mal. Du. Ne, warte, warte, warte. Du gehst hier hin. Nimmst das auf und lädst das dort. Okay. Das hat funktioniert. Das Ding stellt jetzt Bretter her. Bringe die Bretter aus dem Sägewerk zu deiner Basis. Okay. Also müsste ich theoretisch jetzt einen zum Einliefern und einen zum Entliefern machen, oder kriege ich das mit dem hin? Aufnehmen und entladen. Das kriegst du nicht anders hin. Da bräuchtest du echt mehr von. Moment, Moment, Moment. Du machst jetzt nichts mehr. Okay, dann würde ich hier nämlich nochmal das aufnehmen lassen und da entladen lassen. Dann geht das immer weiter hin und her. Okay. Stehende Gebäude zusätzliche Arbeiter. Achso, das habe ich jetzt gerade gemacht. Genug Planken herstellen, um die Technologiestufe zu steigern. Achso, haben wir schon.
Zack. Und dann mache ich das einfach auch mal hoch. Und haben jede Menge, was wir neu machen können. Und die Wohnhäuser sind upgradefähig. Und jetzt sollen wir den Markt bauen. Also, Gebäude. Markt. Den würde ich, glaube ich, hier beim Brunnen hinbauen. Oder so. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Bring Getreide, Obst oder Gemüse zum Markt. Bräuchte ich spätestens jetzt ziemlich viel Arbeiter, kann das sein? Ich gucke mal, ob ich noch welche herstellen kann. Flup, flup, flup. Getreide, Obst, Gemüse. So, und dahin. So und dahin. Und so und dahin. Kriege ich noch einen Arbeiter hin? Dann mache nämlich noch mal das da eine Weile. Das da hinten sind Kräuter. Das müsste Kohle sein, okay. Stein. Baumwolle. Zucker, okay. Also hier gibt es echt einiges. Genau, beliefere den Markt, haben wir gemacht. Jetzt stelle allgemeine Waren her, einen Gemischtwarenladen brauchen wir dann. Bauen wir den doch mal hier hin, würde ich sagen. Bringe ein Brett, okay. Und die machen das noch hin und her. Okay. Es kommen zu wenig Baumstümpfe. Ist der leer oder warum? Scheint so. Arbeiter. Also ich brauche noch einen für Holz. Und zum Beliefern. Das heißt, du nimmst... Ist das das Bett? Nee, ne? Nein, 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 nein. Hör auf damit. Mal gucken. Das müsste aber das Brett sein. Und dann lädst du das dort. Red Coins kriege ich davon, okay. Und du sammelst nochmal Holz. Und jetzt verbessern wir unsere Basis. Okay, gut. Wir bauen also jetzt ein weiteres Sägewerk am Wasser.
zu teuer. Bringe mehr Rohstoffe. Okay, was fehlt? Mir fehlt Holz, weil der zu viel zu Planken macht scheinbar. Wo sehe ich denn, wie viele Planken ich zurzeit habe? Arbeiterweltdatenmenü, Inventar, 78 Bretter. Wasser habe ich jede Menge. Holz fehlt mir einfach noch zu viel. Dann würde ich hingehen und hol mir noch einen Arbeiter, der auch Holz macht. So, den mache ich ein bisschen langsamer. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Nicht wirklich entwickelt sich das gerade. Schön geupgradet. Ich guck mal, dass ich noch ein Wohnhaus baue. Irgendwo, wo es mich nicht nervt. Dahin. Sehr gut. Zack, zack. Hat alles geupgradet. Alle sind glücklicher. Könnte gucken, dass ich die Bevölkerungsstufe auf die nächste Ebene kriege, indem ich noch ein Wohnhaus baue. So. Und dann können wir das nämlich jetzt. Oder auch nicht. Vielleicht. Beinahe. Zack. Wohnhauskapazität plus 4. So. Perfekt. Dadurch kann ich hingehen. Ich glaube, ich hole noch einen Arbeiter. So. Holz sammeln. So, dann gucken wir uns noch mal kurz das hier an. Es geht immer noch nicht schnell genug. So, weiter geht's. Ich brauche mehr Holz jetzt. Ja, jetzt steigt's langsam. Ganz langsam, aber es steigt. Die werden aber schon mit der Zeit abgebaut. Es dauert, aber hier ist eins weg. Ich glaube, da ist auch einer weg. Hier sind sogar zwei, würde ich fast sagen, weg. Und von den Bäumen sind auch schon mindestens zwei weg.
Also es wird abgebaut. Ist nur die Frage, kann man es auch nachpflanzen wieder? So. Dann müssten wir aber jetzt gleich noch ein kleines bisschen. Dann können wir unser nächstes Sägewerk bauen. Das bauen wir dann hier ans Wasser. Und lassen Papier machen. Und dafür brauchen wir natürlich nochmal einen Arbeiter, der hier hingeht und wieder Holz holt und das hier hinbringt. Mit Wasser versorgt er sich selber. Und dann brauchen wir noch einen Arbeiter, der dafür sorgt, dass Papier wieder wegkommt. Und dann bauen wir eine Schule. So, die Schule bauen wir. Okay, die hat einen großen Einflussbereich. Den muss man auch ein bisschen beachten. Ich glaube, dann kann ich die so erstmal hinbauen. Okay, Papier zu einem Haus, um Forschung zu kriegen. Was machst du eigentlich? Achso, und an dir kann ich forschen. Ah, sehr gut. Das heißt, ein Arbeiter. Und du nimmst dir Papier und bringst es zum Haus. Dann kann ich forschen. Beende eine Forschung. Tja, was machen wir denn da? Dadurch kriege ich eine Kornmühle. Das ist noch ein Zwischenprodukt bestimmt dazu. Stadtzentrum. Holzverarbeitung. Logistik, Schieber, Sortierer, Teile. Okay, da wird es interessant dann. Wir machen erstmal, weil wir das uns eh nur leisten können, das hier. Und bauen dann dementsprechend natürlich die Kornmühle. Die befindet sich aber auch hier. Okay. Dann würde ich die Kornmühle direkt dahin machen. Die sollen Mehl machen. So, und das Mehl zum Markt, um es zu verkaufen. Okay, das heißt, ich mache einen Arbeiter. Einer holt das zur Mühle und der zweite holt das zum Markt. Sehr schön. Kurz nochmal die Forschungspunkte. Ach, man kann das im Nachhinein noch drehen. Interessant. Okay, gucken wir hier mal. Wir machen mal Steinmetz. Wir können jetzt richtige Straßen bauen. Pfade, Straße. Dafür brauche ich Ziegelsteine. Holzförderband. Dafür brauche ich Holzförderbandstücke. Okay, wir haben auf jeden Fall das Mehl schon mal verkauft. Okay, mit der Taste G kann ich unterirdische Rohre angucken. Das geht also auch hier mit. Gut. Und dadurch kann ich Wasser transportieren. Oder auch Gegenstände. Okay, V. Das sind meine Sieg.
Bedingungen. Und das Tutorial ist damit zu Ende. Das heißt, das hier müssen wir erreichen. Okay. Ich kann die sehen, aber ich kann es gerade nicht wirklich irgendwie verteilen. Dann gehen wir doch da. Wie ging es doch, oder? Was ist das? Nee. Bergbau. Na gut. Okay. Dann gucken wir mal weiter, dass wir ein bisschen hier noch was aufbauen. Und zwar würde ich einen Steinmetz natürlich machen. Was war das? Schnellzugriff mit E. Gut. Ja, da baue ich den direkt hin. Der macht die Ziegelsteine dann. Das heißt, ich mache wieder neue Arbeiter. Flup, flup. Einer macht so, der zweite macht so. Und dann gucke ich mal weiter. Okay, damit kann ich einen lokalen Lagerraum machen, wodurch ich quasi die Holzhacker hier alles zack, zack, zack da reinmachen lassen könnte und dann mit irgendeinem Vorderband alles wegschaffen könnte, später mal. Auf jeden Fall interessant. So, ups, das wollte ich nicht. Wir können das nächste machen. Dann würde ich sagen, einmal die Holzverarbeitung jetzt. Ziegel sind wir schon am Fertigen. Eine Werkstatt müssen wir auch so langsam bauen. Dahin. Keine Arbeiter. Okay, das heißt, wir brauchen ein Wohnhaus oder mehrere. So. Und was macht die Werkstatt? Holzräder. Alles klar. Das bedeutet natürlich, dass du Holz brauchst. Und zwar Bretter. Alles klar. Also einen Arbeiter. Beziehungsweise zwei. Einer holt hier Bretter und bringt es dahin. Und der zweite holt die Holzräder und bringt es zurück. Toll, die blockieren sich schon gegenseitig da. Dann mach du den da und das. Und dann stört ihr euch nicht mehr so sehr. So, wir sollen also auch noch eine Küche bauen und Brot produzieren. Und Holzförderbänder. Also mal gucken. Was brauche ich da? Taverne, Küche, wie auch immer. Dann nehme ich mir erstmal die Basislogistik. Forschungspunkt, dann kann ich direkt das nächste nehmen.
die Rutsche. So, und dann kann ich hier das auch nochmal verbessern. Okay. Mit dem Ziegenstein geht irgendwie ziemlich langsam, aber besser als nichts. Wir brauchen noch ein Wohnhaus. So. Das reicht aber noch nicht. Dann bauen wir noch einen weiteren Gehweg erstmal. So, einmal rüber. Danke. Sehr schön. So, was sieht, ist die Forschung? Ist noch lange nicht fertig. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Ziegelsteine. Die Zufriedenheit müssen wir noch gucken, dass wir die noch ein bisschen hoch gepusht kriegen. Ein weiteres Wohnhaus kann ich aber nicht mehr bauen. Verbessere deine Basis. Die habe ich gerade erst verbessert. Da ist Sense. Testen, und zwar wenn ich noch einen Arbeiter hole. Und ich lasse den Kräuter hier hinbringen. Und noch einen Arbeiter. Hallo. Und den lasse ich Zucker zu den Wohnhäusern bringen. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Perfekt. Mehr Kapazität. Technik Level geht hoch. Wunderbar. Jetzt kann ich als nächstes die Küche machen. So, Holzförderbänder. Da muss ich auch noch gucken, wie ich die mache. Ich würde normalerweise sagen, hiermit. Aber ich muss es erst freischalten. Machen die das hier? Habe ich nicht genug Bretter? Doch, eigentlich schon. Der braucht ewig, um das dahin zu bringen. Das ist das, okay. Aber wir haben schon einen großen Teil geschafft. Da ist die Küche. Dafür brauchen wir 200 Punkte. Wir haben gerade mal 50 jetzt gleich. Und die 50, die brauchen wir jetzt erstmal für... Ja, ich würde sagen, das Holzförderband. Könnte ich jetzt nämlich das Ganze automatisieren, wie das schon gesagt wurde. Ich habe hier ein Sägewerk. Ich könnte also gucken, ob ich... Moment. Holzräder. Ja, ich brauche die Förderbänder. Dazu muss ich aber neben... Brettern auch noch Holz hier hinschleppen lassen.
das heißt, noch ein Arbeiter. Der holt hier Holz und bringt es dahin. Und dann könnte ich noch gleichzeitig gucken von den Faden her, dass ich Straßen baue. Einmal so. Einmal so. Und natürlich, wenn es geht, auch hier rüber. Aber das ist schon zu teuer. Schon fertig, sehr schön. Ich brauche halt jetzt echt die Küche. Im Grunde ist das jetzt nur noch eine zeitliche Sache. Zeit irgendwie beschleunigen, also Pause weiß ich, aber so ein bisschen Gas geben. Sieht nicht so aus, zumindest finde ich nichts davon. Aber gut, für die erste Folge soll es das gewesen sein. Das hier ist jetzt nur noch abwarten, bis dort endlich mal irgendwas passiert demnächst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Madet Jod, schwenkt der Hut, grüß euch Jod, ich bin fort.